So, nein, wir gehen nicht direkt wieder schlafen, sondern wir spielen jetzt erstmal ein bisschen Stardew Valley. So, das Wetter morgen wird gut sein. Wir gucken mal, ob wir Glück haben. Nein, haben wir nicht. Das ist ja schade. So, hier draußen ist alles okay. Amethyst ist fertig. Muss echt mal einen neuen Diamanten finden. Dann ist eine dumme Entscheidung, dass ich den Dings da abgebaut hatte. Das Kristallarium. Mein Edelstein-Produktionsgerät. So. So. Immer noch eineinhalb Herzen. Jetzt die Frage, ob 1,5 Herzen. Ob das jetzt wirklich die Grenze war, mit der das schon funktioniert, oder ob man erst zwei Herzen braucht. Aber irgendwo stand auch, dass ein Herz reicht. Also denke ich mal, dass man mit 1,5 genau in dem Bereich ist, wo man auf jeden Fall schon was kriegen sollte. Also hier Entenfedern kriegen sollte man nicht. Na komm, pack rein. Jetzt nochmal einen Check machen. Pilze sind fertig. Oh, sogar. Zweimal Chantuel. Schön. Dafür ist der Rest nur Gammel gewesen. Gammelgedöns. Weil ich sagen muss, wenn man Käse hat, braucht man eigentlich keine Tränke mehr. Oh, guck an. Die Cranberries sind fertig. Jawohl. Es gibt heute wieder Fettgeld. Schön. Eigentlich könnte man mal ausrechnen, wie viele Hopfenpflanzen man genau braucht, um den Bedarf von den Keks zu stillen. Weil wenn das so zwischen 1 und 2 Tagen dauert, dann müsste man ja ungefähr halb so viele Hopfenpflanzen haben, wie man hier solche Brauereikessel hat. Und dann müsste man ja eigentlich permanent neuen Hopfen dafür produzieren können. Also so, dass es passt. Da müsste man kein allzu großes Lager haben. Wobei es ja eigentlich auch egal, ob du jetzt dann im Sommer den totalen Hopfenanbau machst oder ob du dann permanent Hopfen abbaust hier. Das ist ja wahrscheinlich relativ egal, schätze ich fast. Ah, 230. Läuft. Vielleicht sollte ich mal die Bombe da wieder wegpacken und so, erstmal das Werkzeug wieder rausholen, was wir so brauchen. Ah, ich kann das scharf scheren. Gut. Können wir es auch wieder runterpacken. So. Ja, manchmal bringt einem die Hitbox irgendwie doch nichts. Nein. Okay. Aber ist alles gut? Nein. Mensch. So. Nein, nicht das Wein melken. Lustig, dass ich gerade versucht habe. Also gerade aus Versehen Ziege gemolken habe. Hä? Manchmal ist das echt verwirrend hier. Sechs Stück, das kann nicht sein. Irgendwie übersehen. Ah, tatsächlich. So. Ja, jetzt bin ich bei 7. Das passt, weil eine Kuh ja nichts gegeben hat. Ihr Dusel geschoben und dann war sie fertig damit. Guck mal, jetzt kriegen wir schon mehr große Milch als kleine Milch. Das ist doch cool. So. Das müssen wir alles wegpacken. Ja, Pilze, Amethyst und. Ah, Amethysten haben wir jetzt 12 Stück. Die Pilze packen wir dann weg und die Wolle, die müssen wir weiterverarbeiten. Mayonnaise ist fertig geworden. Komm mit da. So. Das und das. Ja, komm, hier, das auch alles, das auch. Und fertig. Heute haben wir aber schon wieder sehr wenig Glück, das ist nicht so gut.
Ach, ich könnte aber mal ein bisschen vorwärts sammeln. Pam steht auch bei Schnee draußen, anstatt dass sie sich vielleicht in den Bus setzt, damit sie wenigstens nicht zuschneit. Alles klar. Wenn wir den ganzen Arbeitstag stehen, nur weil man am Warten ist, scheint es effizient zu sein. Ah. Dann hat Dings gleich noch Geburtstag. Hm. Seaweed. Ja. Ja, doch, sollte ich noch haben. Oh, morgen hat der Wizard Geburtstag. Was denn? Harvey, Caroline, interessiert mich alles nicht so sehr. Es wohl irgendwas bringt, sich bei Clint einzuschleimen. Vielleicht wird das Werkzeug dann billiger oder so. Keine Ahnung. Das glaube ich aber nicht. So. Ja, wir gucken jetzt gleich erstmal nach dem... Oh, interessant. Nach dem... Gedöns unten am Strand. Und werfen eigentlich immer Pinecones weg. Wäre auch nicht so ganz klar. So. Ja, Lobster. Haben wir da. So. Hätte ich mal die Sachen für den Schmied mitnehmen können. Die ganzen Geodes, die ich da noch abgeben muss. So. Ah, meine Recyclingmaschine hat auf jeden Fall schon mal wieder genug zu tun. Das steht schon mal fest. Na? Nicht, dass das Ding da wieder leer bleibt. Guck mal, jetzt ist mein ganzes Inventar voll. Und ein bisschen Kram. Irgendwas Tolles Neues hier im Angebot. Hätte ja sein können. Hat Pierre jetzt wohl im Winter wohl irgendwas Neues im Angebot? Vielleicht schauen wir mal nach, bevor er morgen wieder zumacht. Nee, Moment. Dahin. Ah, ich habe nichts dabei, was ich noch beim Museum oder so abgeben könnte. Guten Tag. Doesn't the steaming hot cup of coca sound good right now? So. Ja, das ist jetzt überschaubar. Aber ich weiß aber nicht mehr genau, was ich von den Dings-Sachen noch nicht gekauft habe. Hier von den Standard. Verdammt, was? Zucker? Und was habe ich noch nicht gekauft? Egal. Ist dann wohl nicht so wichtig. Ich kann mich nämlich jetzt leider nicht mehr dran erinnern. Ich weiß, dass eins gefehlt hat, oder ich meine, dass eins gefehlt hat. So. Krokus. Ach ja. Klar. Machen wir gleich mal kurz die Quest. Ah, toll. Jetzt habe ich ein Artefakt gefunden. Aber das kann ich eh verkaufen. Also ich meine, ob ich es verkaufe oder verkaufe, ist eigentlich egal. Das Museum willst du mich nicht haben, deswegen kann ich es nur verkaufen. Ja, deswegen ist Verkaufen oder Verkaufen auch quasi die einzige Option. So, das, ja, die Krabben, Lobster, packen wir mal in den Kühlschrank, denke ich. So... Der Rest ist Kram, den wir einlagern. So. Gucken wir mal, ob wir irgendwo noch Seegras haben. Ja, tatsächlich. Weingartzucker und Reis. Okay, vielleicht hätte ich doch schon alles. Ich weiß es nicht genau. Was zu Hause ist, hätte ich doch schon alles gehabt an Basiszutaten. Jetzt gucken wir mal, wo Mani steckt. Ich schätze mal fast, dass sie nicht bei ihrer Farm sein wird. Aber vielleicht habe ich ja Glück. Ich glaube, die ist nämlich auch zu einem Warbeck-Gedöns gegangen. Map.
sieht aus, interessant aus. Ins Bett gehen, alles klar. Die dicke Wound in Marnies private war. There's nothing of interest. Ach so, ich dachte eigentlich, ich hatte eigentlich die Pflanze angeklickt, deswegen war ich gerade irritiert. Ich so, hä? Also, sie hat keinen Fernseher. Aber hier, die Person da hat einen Fernseher. Oder, naja, oder das ist einfach das allgemeine Wohnzimmer. Es war auch sehr mutig, hier das ganze Stroh beim Kamin zu lagern. Das ist vielleicht ein bisschen riskant, findet er nicht. Ein so ein Funkhund, hui, alles brennt. Brauchst nicht mal mehr den Kamin dafür, damit es warm ist. Ich spekuliere immer noch darauf, dass ich irgendwann mal einen Aal aus einer Tonne rausziehe. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit dafür ist einfach unglaublich gering. Aber schön wäre es trotzdem. So. Eats for sale ist richtig. Nein, da ist Mani. Ach, hier komme ich sogar hin. Guten Tag. I bet you are an excellent farmer by now. Was habe ich bei ihr? Ah, sehe ich da jetzt nicht. Oh, 5. Hm, stimmt. Fancy Kapelle. Fancy Küche. Oh, was ist das? Geht doch Essen drauf. Hm. Auch wieder ein Kamin am Start hier. Was ist damit? Altar auf Yoba. So. Jetzt kriegst du dein Seegras. So, you saw the notice I posted. It looks perfect. Here's your payment, as promised. Ich schon immer 5 bei ihr? Weiß ich gar nicht. Ja, 60 Dinger. Zauberer möchte seinen Iridium-Barren haben. Könnte ich ihm jetzt geben? Stimmt. stimmt. Sekunde. Der Zauberer hat morgen... Dingens, hat morgen Geburtstag. Mal kurz nachschauen. Best Gift, Soul Out of Void Essence. Gut, nehme ich mit. Mache ich das morgen. Was ist wohl, wenn ich jetzt sage, fahr mal mit dem Bus, ob die dann wohl zurücksprintet, wer weiß. Guck an, der Hopfen ist fertig. Vielmehr, das Bier ist fertig, was wir aus dem Hopfen generiert haben. So. Dann nehmen wir einmal Kohle raus und einmal, oder öfters als einmal Iridium-Erz. Jetzt sollte ich die Öfen näher zu meinem Haus stellen. Da werden die Sachen dann nicht so schnell rausgeklaut. Ich glaube, das wird hier nicht geklaut. Wäre mir aufgefallen. Oder dann wäre das schon mal passiert. Ich könnte natürlich, wenn ich ganz arge Geldnot habe, einen Teil von meinem Hopfenlager verkaufen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich so viel brauche. Der Winter ist ja auch schon wieder fast rum. Und im Sommer kann ich ja schon wieder Hopfen anbauen. Ich werde es dieses Mal nicht so übertreiben wie beim letzten Mal. Ich glaube, das hat gereicht. Etwas längere Zeit. So. Jetzt habe ich den ganzen Müll schon mal wieder verarbeitet. Ja, komm, weg damit. Und das auch. Bomben kommen da rein. Das hier kommt da rein. Habe ich ein bisschen mehr von. Ja, das haben wir. Und jetzt den ganzen Workhorse. Die Hälfte davon habe ich ja mittlerweile schon. Wie gesagt, eigentlich hätte ich ja mehr als die Hälfte, wenn die eine mir nicht geklaut worden wäre. Was ich ein bisschen absurd finde. Und die Dinger nicht draußen hinstellen darf. Also eigentlich nicht darf. So. Ich glaube, dann sind wir fertig für heute. Der Barren da oben arbeitet eh noch, oder braucht noch ein bisschen, bis er fertig ist. Das Wetter von morgen war gut, das hatten wir auch schon nachgeguckt, also können wir schlafen gehen. Ah, ist das schön. Cranberries sind am Start. Und Bier und Käse und überhaupt. Ach, das ist schön.
Forwarding ist immer so ein bisschen nichts. Ein Hauch von nichts, könnte man sagen. Hier, ach, 100 sogar, gar nicht 20. Aber 100 ist auch nicht so viel. Ah, kabam! Sind jetzt über 2 Millionen Gold-Income oder Einkommen insgesamt und über 1 Million aktuelles Guthaben. Also heißt, wir haben im Endeffekt 1 Million Gold in diese Farm oder in diese Spielstand investiert. Hype! Okay, heute werden wir wieder kein Glück haben. Was gibt's heute? Pumpkin Pie, ja, den hatten wir schon. Also man kann hier bis zu 99 Millionen haben, okay. Boah. Boah. Mal nicht wenig. Achso ja, jetzt brauchen wir noch Solar Essence oder Void Essence. Davon haben wir, glaube ich, mehr. Bringen wir dann dem Wizard. Void Essence. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, um die Freundschaften hier in die Höhe zu treiben oder die Herzen. Dass man den Leuten immer am Geburtstag ihr Lieblingsgeschenk gibt. Das bringt tatsächlich am meisten. Dann kannst du die Freundschaftswerte sogar hochziehen, ohne dass du sonst auch nur ein einziges Mal mit den Leuten geredet hast, außer an ihrem Geburtstag, um ihnen das Geschenk zu überreichen. Was schon irgendwie lustig ist. Immer noch 1,5 Herzen und immer noch keine Feder. Dauert wahrscheinlich 3 Wochen, bis da mal was passiert. Ich habe mir aber auch echt nicht drauf, aber nicht gemerkt, wann die Pilze da respawnen. Das könnte ich mir eigentlich schon vorab so einen Plan machen. Huch, Schaf hat schon wieder. Ist ja interessant. Aha. Ach, gestern erst. Cool. Beschwer mich nicht, nee. Das ist super. So. Irgendwie wäre es vielleicht auch noch cool, wenn man so eine Art Bürste hätte, mit der man hier die Tiere pflegen kann. Was dann irgendwie noch Bonuspunkte geben würde. Aber das macht man ja, also das, naja, quasi pflegen, das macht man ja darüber, dass man mal so, das wollte ich. Das macht man ja, indem man die Tiere so anstupst. Das freut, er freut die ja. Sogar sehr, wie mir scheint. Die durchschnittliche Zufriedenheit der Tiere ist dadurch auf jeden Fall mächtig angestiegen. So. Ich weiß im Nachhinein echt nicht, ob ich nochmal Schweine kaufen würde. Vielleicht eins, also ich glaube eins reicht, weil noch ein zweites bringt dir nichts. Oder bringt dir jetzt nicht so viel, weil die Tiere sehr teuer sind, aber im Vergleich dazu sehr wenig Geld einbringen eigentlich, weil die ja den ganzen Winter über gar nichts machen können. Erstmal die Milch dahin und dann die Eier. Ich würde sagen, das hat er jetzt mit dem Ei gemacht. Nee, es war eigentlich genau falsch rum, weil ich erst hier hinrenne. Sehr gut. Ja, Katze ist gut. Bin da. Jetzt habe ich eine Käsepresse zu wenig. Super. Gib die Ziege einmal Milch und dann nervt einen das gleich wieder, oder was? Sehr gut. So. Das haben wir. Ja, jetzt wo wir über 1 Million Gold haben, können wir eigentlich mal wieder fett was in die Farm investieren. Also ich meine, wir haben jetzt schon genauso viel in die Farm investiert, wie da oben steht eigentlich. Jetzt genau die Hälfte ist im Endeffekt. Achso, und der Traveling Card ist immer freitags und montags oder so da, glaube ich. Also an 2 Tagen in der Woche ist der immer da. Nur bisher noch nie aufgefallen. Also, dass es da ein Muster gibt, aber es war irgendwie zu erwarten, dass es da irgendein Muster gibt. Wizard's Tower. Wehe, du bist nicht hier.
So, jetzt kriegst du erstmal hier, weil ich so nett bin, dein Geburtstagsgeschenk. Oh, it is my birthday today? I guess it is. Thanks, this is nice. Habe ich zwei Herzen bei ihm statt einem. So. Und wehe, dafür gibt es jetzt nicht fette, also die fetteste Belohnung, die diese Welt gesehen hat. Immerhin gab es sogar noch ein Herz. You have my gratitude. Now leave. Okay. Okay. Gut, 5000 war die höchste Questbelohnung, die wir bisher gekriegt haben. Kannst trotzdem mal mit mir reden. Ja, Sprache der Elemente. Ja. Immerhin haben wir jetzt von zwei sind wir eigentlich auf. Also eigentlich sind wir jetzt auf vier Herzen hoch. Auf einen Schlag. Mit zwei Items. Finde ich super. Finde ich super. So, und jetzt können wir zum Meer reiten. Oder zum Strand vielmehr. Nein. Wir haben auch nur noch eine Quest tatsächlich. Das ist von Mr. Key die Rainbow Shell. Aber die können wir nicht kaufen, weil kein Traveling Card da ist. Und finden können wir sie auch erst im Sommer. Hey, stop that. Ups. Was hat die denn für eine Aggro-Range? Das gibt's ja gar nicht. Jodie war eh nicht so wichtig. Es ist Emily gewesen, wäre es blöd gewesen, aber so. Ja, dann greife ich da jetzt besser auch mal nicht in die Mülltonne, wenn er direkt daneben steht. Eine Million und trotzdem Mülltonnen. Es im Mülltonnen Sachen gibt, die man nicht für eine Million kaufen kann. Nämlich alle. Was total Sinn macht, ja. It makes totally sense, ne? Ja. Gleiches gilt auch für die Entenfeder, die kann ich auch nicht kaufen. Nirgendwo. Das ist das Problem. Hatte ich vergessen, da was reinzupacken? Wahrscheinlich. Habe ich wohl die Ente mit der anderen Route fangen können? Wer weiß. Bisschen Enten trollen. Nicht Enten. Quatsch. Möwe. Mein Gott. So viele Enten hier. Da ist eine Möwe rechts. Ich habe schon wieder nicht die Sachen mitgenommen, die ich zum Museum bringen müsste. Oder zum Schmied vielmehr. Region Museum. Heute ist Mittwoch, da hat er zu. Da muss ich gar nicht hinreiten. Ach, ist das schön. Ist das schön. So, hier ist auch mal direkt alles fertig geworden. Alles klar. So, Kleidung ist auch fertig. Sehr schön. So, Wolle. Und dann die Dinge und die Dinge. Und das war's dann eigentlich. So, kurz umstellen hier. So, das, das, das. Das, das. Das, das. Und sonst noch die Mayonnaise, ne? Ja, sieht so aus. Dann haben wir noch ein bisschen Müll. Genau, drei Dinger. Schön. Dass ich zwei Pressen habe. Das ist einer von den Brauereigästen da. Tut nichts. Jetzt habe ich es wahrscheinlich gleich nicht mehr zum Museum oder nicht mehr zum Schmied. Wobei es sind jetzt alles Sachen für den Schmied. Ist nichts fürs Museum bei. Besser ist es. Bin ja mal gespannt, ob ich jetzt das Dorfgespräch bin, weil ich Mülltonnen durchsuche. Und es irgendwie mal aufgefallen ist. Keine Ahnung. So. Ja, ich habe so ein paar Geodes mitgebracht. Mach mal. Hau mal drauf. Sondereck. Okay. Copperohr. Lemonstone. Wenn sie es einfacher mit dem Hammer draufhauen, kriege ich auch noch hin. Oh, was ist das? Lunarit. Fünfmal Kohle.
Der war sehr gut. Ein Artefakt. Ancient Drum. Ach so. Das hat das Museum, glaube ich, schon. Das noch nicht. Das auch nicht. Ist das üblich? Das Übliche. Ja, komm. Nicht das Türschild lesen, sondern reingehen. So. Gucken wir das mal nach da. Das kommt, keine Ahnung, nach da. Dann. Mal. Aha. So, das wollte ich haben. Ah, irgendwann werde ich hier alle mal schön sortieren. Gab es aber leider keinen neuen Reward. Ich bin wahrscheinlich verwöhnt. Ja, ich muss mal überlegen, was ich jetzt mittelfristig mit der Farm mache, weil das zweite Jahr ist jetzt fast zu Ende. Das heißt, es geht schon sehr stark in Richtung. Moment, ne? Sehr stark. Nein, das war Unsinn. So. In Richtung Late Game. Mittlerweile. Müssen wir mal gucken, was man da jetzt macht. Oder was wir uns da jetzt für ein Ziel setzen. Ja, komm, der Amethyst kann weg. Ich meine, wir können ja erstmal die Farm dann schöner machen. Also nochmal wirklich verschönern. Ordentlich machen. Ganzen, also Feldwege überall einziehen und Kosmetikkram und vielleicht dieses Slime-Hutch bauen. Wo ich mir nicht ganz sicher bin, wofür man sie wirklich. Ja gut, also es gibt schon ein paar Sachen, wofür man sie braucht, aber irgendwie, dass es dafür ein eigenes Gebäude gibt, erstaunt mich ehrlich gesagt ein bisschen. Aber wir können natürlich auch versuchen, die Scheiße aus den Fischen raus, aus den Flüssen rauszuangeln, aber ich glaube, das ist auch nicht so spannend. Na gut, der einzige Vorteil ist halt, dass man, wenn man viel Fisch hat, auch viel Dünger herstellen kann. Weil Dünger ja Fisch voraussetzt hier. Oh, was war da los? Hab ich eine Mayonnaise verkauft? Doch, habe ich doch. Oh, das hatte ich irgendwie doppelt so teuer in Erinnerung. Sehr gut. Ja, Ancient Drum. 100 Gold. Alles klar. 4000 haben wir gekriegt. Ja, das ist immer so ein leichter, also ein leichter Knick nach dem letzten Mal. Also nach dem, nach gestern, wo wir da Cranberries einen gigantischen Haufen Geld gekriegt haben. So, Wetter wird morgen wieder schön sein. Underneath all the snow, spring seeds are chomping at the bit to start their new lives in the sun. Don't be surprised when spring rolls around and your farm needs some tidying up. Das ist richtig. Heute haben wir wieder maximales Anti-Glück. Ich glaube, das ist echt im Winter so eine Sache. Mit dem Glück. Gerade im Winter braucht man es ja eigentlich, weil man dann gut in die Mine gehen kann. Das finde ich dann echt uncool, wenn man dann die ganze Zeit nur Pech hat. Und warum? Naja. Oh, was ist hier los? Dear 42, I would like to give you some information about an upcoming event, the Feast of the Winter Star. It's the time for the community to come together and think back all the year good for was? All the good fortune we've had this year. A favorite tradition is a secret gift exchange, where everyone in town is randomly assigned to someone else. On the day of the festival, everyone brings a gift for their secret friend and surprises them with something special. This year, your secret friend is Willy. Don't tell anyone. The feast will take place on the 25th of, from 10 a.m. to 2 p.m. at the town square. See you then. Willy, ja, der möchte wahrscheinlich irgendeinen Fisch haben. Naja, müssen wir mal gucken, ne? Ich würde mich sagen, wir machen ein Schlusswort. Und damit dann bis zum nächsten Mal.